Herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Review von HardwareLux.de. Heute mit dem HTC Radar, einem der ersten Windows Phones mit Mango, also Windows Phone 7.5. Wir wollen aber erstmal uns die Hardware genauer angucken und gehen deshalb einmal ums Gerät rum. Auf der Unterseite findet sich lediglich ein Mikrofon, was sich jetzt relativ schlecht erkennen lässt. Auf dieser Seite ein Micro-USB-Anschluss. Dann befindet sich oben der Power-Knopf sowie die Kopfhörerbuchse. Auf der Rückseite findet sich eine Kamera mit LED-Blitz, Lautsprecher und auf der anderen Seite der obligatorische Kamera-Button sowie eine Lautstärke-Wippe. Hier unten geöffnet sieht man jetzt die SIM-Karte. Den Akku kann man allerdings nicht wechseln. Dadurch, dass ich es jetzt aufgemacht habe, muss ich es gleich erstmal neu starten. Das heißt, geht die Klappe unten ab, geht das Handy aus, Akku kann aber nicht getauscht werden. So. Auf der Vorderseite sehen wir die drei Windows-Buttons und ansonsten das Display. Ganz oben findet sich noch eine Kamera, eine Frontkamera. Bislang ist zwar Skype beispielsweise noch nicht auf Windows Phone verfügbar, aber sobald das geschehen sollte, ist das HTC Radar auch für Videochats geeignet. Ganz kurz zur Hardware: 3,8 Zoll Bildschirm, 480x800er Auflösung, SLCD, 512 MB RAM, 1 GHz Single-Core CPU, dazu noch eine Adreno GPU. Das Ganze läuft auf Windows Phone 7.5, wie eben schon gesagt, und das wollen wir uns jetzt mal genauer ansehen. Hier sehen wir jetzt den Startscreen von Windows Phone 7.5. Hat sich relativ wenig geändert. Farben lassen sich immer noch ändern, Hintergrundfarbe lässt sich ändern, das Hintergrundbild aber weiterhin nicht. Dafür können diese neuen Kacheln, beziehungsweise neu sind sie eigentlich nicht, aber verbessert. Sie können schneller Inhalte anzeigen und vor allen Dingen auch mehr Inhalte als früher anzeigen. Dabei hat sich Microsoft nicht vom Kurs abbringen lassen. Das System ist immer noch nicht vom Hersteller anpassbar, deswegen hat HTC hier unten so ein HTC Hub eingerichtet, wo man entsprechend HTCs eigene Apps ansehen und benutzen kann. Was wurde verbessert in Windows Phone 7.5? Zunächst mal ist die ganze User Experience gleich geblieben, das ganze System bedient sich noch gleich und auch gleich flüssig, gleich schnell, das ist sehr angenehm geblieben. Ein neues Feature von Windows Phone 7.5 ist die erweiterte Sprachsteuerung. Und die würde ich jetzt ganz gerne mal vorführen. Dafür muss ich einmal ein bisschen näher ans Handy ran, da sonst das Mikrofon nicht gut genug ist, um die Befehle entgegenzunehmen. Finde HardwareLux. Suche nach HardwareLux. Jetzt hat das Gerät nicht verstanden und fängt eine Internetsuche nach HardwareLux an. Es dauert einen kurzen Moment und dann sieht man schon, kann man hier draufklicken und kommt direkt in den Internet Explorer und die neue HardwareLux bzw. die Seite von HardwareLux wird aufgerufen. Kann man sehen, neue Tests und so weiter und so fort. Hier sind wir auch schon direkt bei der nächsten Neuerung. Die Internet Explorer 9 Engine wurde eingefügt, was dem Ganzen hier einen deutlichen Geschwindigkeitsvorteil gibt. Man sieht, Pinch to Zoom funktioniert, Double Tap to Zoom funktioniert, alles ganz flüssig, alles ganz schnell. In sämtlichen Benchmarks hat sich das System auch deutlich verbessert im Gegensatz zu den ersten Smartphones bzw. auch noch zu den Smartphones mit dem Nodo-Update. Hier hat Microsoft also ganze Arbeit geleistet. Der Internet Explorer lässt sich jetzt deutlich besser als Standardbrowser nutzen und ist nochmal ein ganzes Stück schneller geworden als in unseren ersten Tests. Ein weiteres Feature sind die neuen Nachrichten. Das Ganze hat eine Konversationsansicht spendiert bekommen, wodurch man sowohl SMS als auch Facebook-Chat oder E-Mails gesammelt von einer Person hat und mit dieser dann nahtlos über verschiedene Plattformen chatten kann. Ganz nett gemacht und wird sicherlich auch Anklang finden und relativ schnell in den Alltag überwandern. Unter den Kontakten finden sich jetzt Gruppen, die man auch entsprechend hier unten zum Beispiel sieht man das als Kachel auf den Homescreen machen kann. Auch wieder eher eine Kleinigkeit, vielleicht sogar eine Spielerei. Aber gerade wenn man öfters zum Beispiel mit seiner kompletten Familie
sich unterhält, dann ist diese Familienkachel zum Beispiel extrem praktisch. Weiterhin sieht man hier, das Ganze wurde nach Alphabet sortiert, hat sich nichts dran geändert. Man kann es auch nicht umsortieren, aber dafür kann man jetzt suchen, entsprechend nach Apps, oder sich das Ganze per Sprachsteuerung einfach starten lassen. Zum Beispiel öffne Kalender. Das funktioniert wirklich gut und gerade wenn man eine extrem lange App-Liste hat, wird man doch sicherlich über die Sprachsteuerung bzw. über die Suchfunktion sehr dankbar sein. Denn auch wenn man zum Beispiel nur einen Buchstaben eingibt, findet man schon alle Apps, die mit diesem Buchstaben beginnen. Ist eine praktische Sache, war aber auch definitiv notwendig. Ja, in den Einstellungen, da schauen wir einfach mal kurz rein. Dann können wir hier nämlich sehen unter Info, dass auf dem Gerät Windows Phone 7.5 installiert ist. Soweit, so gut. Das waren eigentlich die wichtigsten Neuerungen von Windows Phone. Es gibt noch deutlich mehr, dazu aber weitere Informationen in unserem Artikel. Wir wollen jetzt zuletzt noch einmal eigentlich das Feature von Windows Phone 7.5 zeigen, nämlich Multitasking. Man sieht lange auf den Zurück-Button und dann kriege ich hier so eine Liste von den letztverwendeten Apps. Da ist wieder unsere Hardware-Look-Seite. Einfach drauf tippen und das Ganze wird umsortiert. Das kommt jetzt nach vorne und die Einstellung, die wir gerade hatten, an zweiter Stelle. Das heißt, es ist immer chronologisch geordnet. Das Ganze funktioniert wie auch der Homescreen nur im Hochformat, was wir etwas schade finden. Aber gut, da wird Microsoft sich was bei gedacht haben. Wir glauben, dass das Ganze in beiden Ausrichtungen sinnvoll gewesen wäre. Zu guter Letzt, das HTC Hub, wir machen es einfach mal auf, damit man auch sieht, dass HTC hier noch an Anpassungen gemacht hat. Man sieht diese typische Uhr, die es bei den Android-Handys als Widget gibt, darunter verschiedene Städte. Man kann Aktien ansehen, man kann Nachrichten einsehen und vorgestellte Apps werden hier auch noch entsprechend beworben. Das Ganze läuft mittelflüssig und bringt meiner Meinung nach nur geringen Mehrwert. Soweit so gut. Sollte es noch irgendwelche Fragen geben oder habe ich irgendwas vergessen zu erwähnen, einfach in die Kommentare. Ich werde das dann entsprechend berücksichtigen und beantworten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.